Servus und Grüezi miteinander. Wir sitzen wieder, der Ben und euer Darwisch. Es funktioniert aktuell gerade wieder, nachdem ihr mich die letzten die letzten fünf Folgen alleine habt ertragen müssen, ist jetzt Sven wieder mit dabei. Yay! Und was hast du jetzt mir gerade eben sagen wollen nochmal? Ich hatte dir aber Sprengstoff auf den Boden gelegt, ne? Nein. Nein, hatte ich nicht. Oh. Nein, hast du vergessen. Habe ich gar nicht vergessen. Wie kommst du darauf, dass ich das vergessen hätte? Hallo? Ja, okay, das war ein Test, ob ich aufpasse. Ich weiß schon Bescheid. Hat mein Chef früher auch gesagt. Ich habe nichts vergessen. Das war ein Test, ob du aufpasst. Ah ja, ja. Das erinnert mich an meinen ehemaligen Ausbilder. Solche Sprüche kamen von dem auch. So, erstmal. Oh, ich habe noch ein bisschen Munition. Versohlen mir echt den Hintern gerade. Hast du noch Skillpunkte zu vergeben oder so Geschichten? Ich guck gerade, ich glaube nicht. Nein, aktuell gerade nicht. Okay, ich vergebe mal ganz kurz noch die letzten Punkte. Was habe ich denn da? Schaden durch Taser? Nö. Nahrungsmittel geben mehr Handfeuerwaffen. Mehr. 5% Lebensenergie für jeden getöteten Gegner. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Nee, ich warte mit dem Skillpunkt an sich. Warte ich. So. Dann wollen wir mal losschreiten. Ab zur Schnetzelei. Ich behalte mal noch meine Pistole und eine Nahkampfwaffe in der anderen Hand. Ich habe ja genug Munition. Das ist gut. Ich mit meinen zwei Nahkampfwaffen auch. Jetzt will ich mal was wissen. Hast du jetzt Sprengstoff dabei? Aktuell habe ich nur Granaten dabei. Okay, jetzt pass auf, weil diesen Weg hier... Nein, doch, ich habe doch zwei Sprengstoffe, sehe ich gerade. Die waren bei mir weiter unten. Aber, echt jetzt? Ja. Okay. Gut, dann bitte ich dich mal, den Weg da frei zu sprengen. Das würde mich jetzt interessieren. Na klar. Wenn du mir mal den Zombie da vom Hals hältst. Ja, ja. Der hat ein wenig Hunger, möchte er gerne auf seinem Sandwich haben. Das halt ja gut, was ich im Prinzip verstehen kann, ne? Ja, so Lenker bin ich nicht. Ich darf das nicht machen. Ah, nee, oder? Echt jetzt? Really? Ja. Oh mein Gott. Ich darf nicht. Okay, ich bin schon da. Warum darfst du das nicht? Das heißt aber nichtsdestotrotz, das ist nämlich genau das, was ich probieren wollte. Nichtsdestotrotz wäre es dann nämlich so gewesen. Ach so. Jetzt habe ich's weggesprengt, aber kannst du jetzt auch rein oder ist jetzt nach mir wegsprengen? Ah, du kommst rein. Nee, ich komm rein. Okay. Also es war nur an dieser einen ganz tollen Stelle. Ja, deshalb bin ich nämlich jetzt ansonsten nämlich auch gewundert. Wo. Achtung, nicht sterben. Sag dir doch nicht sterben. So. Ja, das wollte nicht so, wie ich wollte. Ja, das Spiel mag da mich nicht. Möchte mich zu einem Zombie machen. Muss mal ganz kurz gucken, habe ich hier Doppelschlag? Ja, Doppelschlag ist immer gut. Ich mag Doppelschlag. So, da unten haben wir noch einen kleinen Zombie. Ein Hinterwäldler. Erinnert mich so ein bisschen an, hast du Dings gesehen? Wie heißt er? Wrong Turn. Ja. Oh, geiler Film. Ich finde den so geil, den Film. Guck mal, Ratten, was zum Essen. Verwesender Klempner. Hast du nicht bezahlen können? Ist er so verhungert oder was? Ja, der Klempner ist verhungert. Wrong Turn müsste ich mir eigentlich auch mal wieder angucken. Ja, ist lang her. Genau. So, jetzt warte mal ganz kurz. Wir müssen, glaube ich, hier lang, ne? Erkundige Kanalisation und finde einen Weg hinaus. Ja, da müssten wir hier richtig sein. Es geht nämlich gleich mit Leiter nach oben. Und dann kommen wir in die Start und können Auto fahren. Das ist nämlich da, wo ich die fünf Folgen alleine aufgenommen habe. Allerdings nicht mit dem Charakter. Ich habe, glaube ich, mit meinem Marshall habe ich gespielt. Okay. Hört sich ja auf jeden Fall cool an. Autofahren. Yes.
Da bin ich hier, genau, hier geht's nämlich hoch. Da bin ich mal gespannt drauf, wie gut das funktionieren wird und vor allem, wer alles fahren darf. Das ist ja noch viel wichtiger. Ja, nicht, dass ich dir hinterherlaufen muss. Oh, Video! Ja, hinterherlaufen oder vielleicht auch nur als Beifahrer, wenn überhaupt. Oder wir könnten vielleicht mit zwei Autos, was heftig wäre. Wäre lustig, bestimmt. Ja, es ist eigentlich schon mit einem Auto so, also wenn du Solo-Kampagne spielst, meinetwegen. Ja, du fährst eigentlich durch die Dings drüber, durch die Zombies drüber. Selbst dann, hier gibt es ja jetzt auch die ersten Menschengruppen, ne? Die teilweise mit schweren MG ausgestattet ist. Oh, nett. Also was heißt schwere, also es kann MG 42 dabei, aber so eine, ach Gott, wie heißt denn das normale MG bei der Armee? Frag mich nicht, ich war nie da. Mir fällt das gerade auch nicht ein. Ich habe mich erfolgreich gedrückt. Ach, du auch? Ja. Ich mich auch. Beziehungsweise, eigentlich wollte ich mich gar nicht drücken. Eigentlich habe ich mich sogar anfänglich freiwillig gemeldet. Es war dann nur plötzlich so, ich war dann halt arbeitslos. Also ich wusste, ich werde arbeitslos. Habe ich gedacht, habe mich halt mich beworben und habe halt nichts gefunden, so direkt nach der Ausbildung, weil es natürlich alle jemanden wollen, 20 Jahre alt, aber 25 Jahre Lebenserfahrung, Berufserfahrung. Kenn ich. Und dann habe ich mich halt bei der Bundeswehr gemeldet. Und dann war es plötzlich so, dass ich durch einen glücklichen Zufall in der medizinisch, oh Gott, jetzt muss ich ja, in der medizintechnischen Geräteentwicklung und Forschung gelandet bin, also da, wo ich jetzt arbeite. So. Ja, Was und heißt das auf gut Deutsch? Ja, das heißt eigentlich im Prinzip auf gut Deutsch, das sind Systeme, die sind für die Diagnostik für Krankenhäuser beispielsweise, um es mal simpel auszudrücken. Das sind Maschinen, die können dir beispielsweise sagen, du bist krank und was du hast, oder im Umkehrschluss, mit was man diese Krankheit behandeln kann, um das jetzt mal ohne Fachworte auszudrücken, weil das blickt sonst eh keiner. Ich habe vor kurzem das neue QM-Handbuch gelesen. Und das versteht, ja, jemand, der in der Firma arbeitet, versteht es. Wir müssen hier ein Auto nehmen. Warte mal, wir nehmen vielleicht mal das da drüben. Beziehungsweise, was heißt wir? Moment. Versuch mal ein Auto da drüben zu nehmen. Du siehst es oben auf der Minimap, sind die weiß, die man verwenden kann. Ja, ich darf Auto fahren. Oh, geil. Also. Geile Scheiße. Und was mich allerdings wundert ist. Die Blaulichter sind gar nicht an, oder sind die bei dir an? Ich hab ne Sirene und ein Blaulicht. Okay, ein Blaulicht habe ich auch, aber deine Sirene ist sehr leise. Ich höre dafür deinen Motor ziemlich laut. Okay. Tja, kannst du mal sehen. Ey! Dringelst mich ja hier ab. Was? Ach so, das sind jetzt wahrscheinlich kleine Verzögerungen. So, Level 14. Auf jeden Fall musst du auf jeden Fall aufpassen, weil du siehst nämlich, hier drüben bei mir ist übrigens ein Händler, ein NPC-Händler. Ich komme mal zu dir. Wo bist du denn? Ich bin hier. Warte mal, wo bist du? Ich bin auch hier. Nein, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe hier in so einem blinkenden LKW. Einen blinkenden LKW. WTF? Also ich bin hier sogar beim Zielort, bei dem Autohändler. Ah, hier bist du Da bist ja. du. Da vorne links, geradeaus und dann links. Und die nächste wieder rechts. Und dann. Links und Genau. wieder Und wieder rechts. rechts. Und dann ist er da. Juhu. So, hier. Oh. Da können wir nämlich erstmal verkaufen und kaufen. Wie komme ich jetzt aus dem Auto raus? Linksklick neben das Auto. Ah. Cool, ne? Nein, ich will nicht wieder einsteigen. Ja, das ist tragisch. So, die Rohrzange, die macht gar keinen Schaden, Alter. Was will ich mit der? Dann haben wir hier die blaue Pistole, die behalte ich. Große Schraubenschlüssel. Also, übrigens, ich weiß gar nicht, ob dein Charakter. Oh, Moment. Er Moment, will Moment. mich Ja, hab schon decken. gesehen. Ich habe gerade gesehen.
So. Am Rande vom Fenster. Ich weiß nicht, ob du Dings tragen kannst, ob du Motorsägen tragen kannst. Wenn ja, vertrau nicht, was da steht. Die sind nicht einhändig. Okay. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, und zwar jetzt schon mit mehreren, und deswegen denke ich, das ist ein Fehler in der Itembeschreibung. Das ist nicht einhändig, die sind alle zweihändig. Zumindest mal die, die ich bis jetzt schon gefunden habe, und das sind jetzt nicht unbedingt gerade nur zwei Stück gewesen. Orange, lecker, Donut. Nehme ich alles mit. Guck ich mal, was ich mir hier Tolles kaufen kann. Siehst du unten beim Essen jetzt noch beispielsweise Orangen? Ich sehe noch Orangen, 6 Stück. Ah ja, okay, wunderbar. Nee, dann haben wir jetzt gerade eben sichergestellt, dass das Einkaufen vom Essen unabhängig ist. Das heißt, ich kann dir nichts wegkaufen. Das ist schon mal gut, ja. So, dann nehme ich auch gleich mal noch einen Impfstoff mit. Habe ich auch gemacht. Man weiß ja nie. Kommt der nächste Zombie, der gerne verkloppt werden will. Ah. Da war ich gerade schon im Auto, so jetzt Hitler. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir müssen gerade hier wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Da ist nämlich der Autohändler. Und bei dem Drecksack stellt sich jetzt gleich was, naja, ich würde sagen, was Übles raus. Also, ich habe nicht schlecht geguckt, dass einem Kinder so scheißegal sein können. Naja. Du wirst gleich sehen im Video. Moment. Videos ist immer gut. Richtig. Ich habe den Schlüssel nicht. Obwohl. Siehst du die Konversation? Ja. Ah, okay, sehr gut. Ja, also schlussendlich, wenn man es zusammenfasst, sind ihm seine Autos wichtiger. Er weiß nicht, wo seine Tochter ist. Ich glaube, er labert, dass er in die Schule hätte gehen sollen oder sowas. Er weiß im Endeffekt nicht, wo sie ist und wie es ihr geht, aber Hauptsache er bewacht seine Autos. Nun? Ja, nebenbei mal was trinken. Ich bin froh, dass Wochenende ist. Leckt mich am Arsch. Yay, Wochenende. Alright, son. I'll help you. Okay, ich spule mal ein bisschen vor. Was der jetzt im Endeffekt will, ist, dass wir sie finden. Ach, du schnetzelst da draußen rum. Ja, die waren der Ansicht, sie müssten zu mir kommen. Beim Auto muss man uns aufpassen. Deins tut auch so wie meins jetzt schon ein bisschen Qualm. Ja. Ich denke, du weißt, was das bedeutet. Das wird noch schlimmer, wenn man weiterhin Randale macht sozusagen, und dann explodiert es irgendwann. So, ich bin hier, genau links abbiegen. Und ich glaube, die Schule war hier oben. Wenn ich mich nicht irre. Einfach mal geradeaus fahren. Ups, Zombie überfahren. Ja, genau, einfach nur geradeaus fahren, da ist ja nämlich die Schule. Ich mache hier schon mal die Zombies platt. Oh, ich bin über die Motorhaube gefahren. Ach ja, du hast mich vorhin abgedrängelt. Wir sind aber hier, ne? Wir sind, ich weiß gar nicht, wo du hinfährst. Ach, ich überfahre ein paar Zombies. Also, seine Tochter ist hier bei der Schule. Ich bin ja hier ausgestiegen. Autschi. Ja, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Oh, Nick, was? Eine Kreditkarte habe ich gerade. Das ist gut. Ich habe übrigens mittlerweile ein Level Up. Ich gehe mal ganz kurz die Guilds verteilen. Jojo. Ich habe sogar schon 2 Level Up. Gar kein Problem. Ich halte die Cheerleader alles selber auf. Ich kümmere mich sehr gerne um Cheerleader. Wenn deine Frau das wüsste. Weiß sie immer nicht. Doch, eigentlich schon. Sie schaut ja die ein oder andere Let's Play-Folge halt eben auch an. Oh je.